So viele Trümmer, so viele Tote, so viel Verzweiflung und doch auch so viel Einsatz für die Erdbebenopfer. Mehr als 4 Tage nach den schweren Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet suchen die Rettungsteams weiter nach Überlebenden. Die Chancen sinken. In der Türkei konnten bisher mehr als 19.300 Menschen nur tot geborgen werden. Aber die Retter geben nicht auf. Unsere Türkei-Korrespondentin Julia Hahn war in dem Ort Kirikan Zeugin eines spektakulären Hilfseinsatzes. Tief unter den Trümmern, eingeschlossen unter Betonmassen, liegt hier in der Stadt Kirikan die 40-jährige Zeynep. Seit Tagen steckt sie unter diesen Schuttbergen fest. Aber es gibt Hoffnung, dass sie es lebend herausschafft. Denn es läuft eine komplizierte Befreiungsaktion mit Hilfe eines deutschen Rettungsteams. Mit Bohrern und Spezialausrüstung können sie sich einen Weg zu ihr bahnen. Zeynep liegt hier drüben, ungefähr 1,5 Meter in diese Richtung. Ich kann sie sehen, kann sie atmen sehen und mit ihr sprechen und versuchen, eine Antwort zu bekommen. Wir bringen sie dazu, zu trinken und können mit ihr reden. Wir versuchen, sie zu trösten und zu beruhigen, während sie dort oben arbeiten. Oben sitzt Zubeyde zwischen den Trümmern. Zeynep's jüngere Schwester. Sie ist seit Montag hier, wartet und macht sich Sorgen. In einem verzweifelten Versuch, ihrer Schwester Kraft zu geben, um durchzuhalten, klettert Zubeyde tapfer in den Untergrund. Später zeigt sie ein Video von dem Moment, als sie unter den Trümmern miteinander gesprochen haben. Okay? Jetzt einmal Ruhe. Ruhe oben. Zeynep! Ja, ich höre dich. Ich bin hier. Meine Liebe, deine Schwester ist hier. Wo bist du? Meine Liebe, es ist schlimm hier. Bete für mich, Zubeyde. Zeynep ist tief unter den Trümmern begraben. Ich konnte nur ihre Stimme hören. Ich kann es nicht mehr aushalten. Rette mich, sagte sie. Ich habe solche Schmerzen. Hilf mir. Die Retter arbeiten bis tief in die Nacht, bieten Zubeyde allen möglichen Trost, während sie versuchen, ihre Schwester zu befreien. Ich hoffe es, okay? Ja. Okay. Alles Gute, ja? Am frühen Freitagmorgen gibt es gute Nachrichten. Wir sind jetzt über ihr und sind jetzt von oben an ihr dran, seitlich an ihr dran, sodass ein Arzt sie auch schon betasten konnte. Er hatte schon abgetastet, er war so weit, wie er mit seinen Armen dran kam. Gut ist, dass wir sie berühren konnten, die merkt hat. Das heißt, die kriegt wieder die Kraft. Neuigkeiten, die Zubeyde neue Hoffnung geben, dass ihre Schwester es lebend aus den Trümmern schaffen kann und sie sich bald wiedersehen. Eine Reportage von Julia Hahn, unsere Türkei-Korrespondentin, ist uns jetzt zugeschaltet. Julia, Sie haben diesen Rettungseinsatz weiterverfolgt bis zu einem glücklichen Ende. Erzählen Sie uns. Wir sind natürlich auch sehr erleichtert, dass Zeynep es da rausgeschafft hat aus diesen Trümmern. Es war wohl so, dass Nachbarn die Rettungskräfte darauf aufmerksam gemacht haben, dass da noch Geräusche von unter diesem Schutthaufen kamen. Und dann hat das Team aus Deutschland Spürhunde losgeschickt und die Hunde haben dann geholfen, rauszufinden, wo genau Zeynep da feststeckt. Und dann hat man eine Art Loch angelegt, um sie erstmal zu erreichen, mit ihr kommunizieren zu können, sie zu versorgen mit Wasser, Lebensmitteln, einer warmen Decke und vor allem natürlich mit Hoffnung. Und dann hat eigentlich der komplizierte Teil der Rettungsaktion begonnen, weil ein Tunnel gegraben werden musste durch diesen Schutthaufen, um sie da bergen zu können, um sie rauszuholen. Und das war eine heikle Angelegenheit, weil da natürlich Gefahren bestehen, dass noch mehr einstürzt und das dann letztlich auch gefährlich ist für die Rettungskräfte und natürlich für Zeynep. Und deshalb hat das am Ende auch so lange gedauert, mehr als 50 Stunden. Jetzt haben wir eben auch die Bilder der Freude gesehen. Inzwischen sind Sie weitergereist in die Stadt Karaman Maraş. Wie ist die Lage dort?
Die Lage ist wie an so vielen Orten hier im Erdbebengebiet extrem verzweifelt. Mir als Reporterin fehlen da auch oft, ehrlich gesagt, die Worte. Ich suche immer nach Begriffen. Katastrophe trifft es sehr. Hier hinter mir, was Sie da sehen, diesen Schutthaufen, das war mal ein 8- oder 9-stöckiges Gebäude. Das ist auch einfach wie ein Kartenhaus eingestürzt. Da gehen die Rettungs- und Bergungsarbeiten noch weiter, unermüdlich, auch wenn natürlich die Chancen einfach mit jedem Tag, mit jeder Stunde jetzt geringer werden, dass da Leute noch leben unter diesem Trümmerhaufen. Wir sehen auch immer wieder Angehörige, Nachbarn, die hier ausharren in dieser bitteren Kälte, die sich Feuer anzünden, um irgendwie warm zu bleiben. Sie sehen ja auch, es ist sehr dunkel hier um mich herum. Hier gibt es keinen Strom, kein Gas, keine Heizung. Wir haben einfach allein hier in Kahramanmaraş zehntausende Menschen alles verloren. Und in der ganzen Region hunderttausende, 13 Millionen Menschen sind ja hier in der Region entweder direkt oder indirekt betroffen von diesem Erdbeben, von dieser Katastrophe. So viel Leid, so viel Zerstörung und bei vielen, aber vielleicht auch die Frage, ob bei dieser Katastrophe nicht nur Naturgewalt, sondern auch politisches Versagen eine Rolle gespielt hat. Und das wollen wir uns näher anschauen. Mehr als 6000 Gebäude sind als Folge des Bebens in der Türkei zerstört oder beschädigt worden. Und das oft nicht allein wegen der Erschütterungen. Häufig gab es bauliche Mängel, die maßgeblich zum Einsturz von Häusern beitrugen. Präsident Erdogan ist seit Tagen in der Krisenregion unterwegs, versucht zu trösten, verspricht schnellen Wiederaufbau und weist jede eigene Verantwortung zurück. Zweifellos gab es Mängel bei der Krisenbewältigung. Aber das ist kein Wunder angesichts der Bedingungen. Es ist einfach unmöglich, sich auf eine solche Katastrophe vorzubereiten. Die Opposition, die Erdogan bei den Wahlen im Mai besiegen will, macht den Präsidenten dagegen verantwortlich für zwei verlorene Jahrzehnte. Nach dem verheerenden Beben von 1999 sei eine Steuer eingeführt worden für erdbebensicheres Bauen. Das Geld sei aber größtenteils für andere Zwecke verwendet worden. Außerdem seien zwar die Bauvorschriften verschärft worden, wirklich eingehalten würden sie aber nicht. Das sehen auch Expertinnen so. Es kann erstens sein, dass der Entwurf des Architekten einfach nicht den Vorschriften entspricht. Das passiert ständig. Und selbst wenn der Entwurf vorschriftsgemäß ist, heißt das nicht, dass der Bauunternehmer sich daran hält. Und drittens sehen wir in der Türkei sehr häufig Modifizierungen an Gebäuden, nachdem diese übergeben worden sind. So ist es beispielsweise gängige Praxis, auf ein genehmigtes Gebäude mit 5 Etagen 2 oder 3 weitere zu setzen. Das Haus ist dann so schwer, dass es auch ohne Beben einsturzgefährdet wäre. Sollte diese instabile Konstruktion erschüttert werden, wird sie für viele Bewohner schnell zu einer Todesfalle. Mangelnde Sorgfalt, fehlende Kontrollen und Korruption, das alles hat es laut Experten in der Türkei auch vor Erdogan gegeben. Aber erst in seiner Regierungszeit seien Unregelmäßigkeiten am Bau zur Regel geworden. Und damit nochmal zu Julia Hahn. Wie berechtigt sind die Veruntreuungsvorwürfe in Ihren Augen? Das ist ein Teil der Vorwürfe, was wir hier vor Ort machen. Wir sprechen natürlich mit den Leuten. Wir fragen sie, was sie denken, warum das Ausmaß der Zerstörung so groß ist, warum ihr Wohnhaus einfach so zusammengestürzt ist. Viele Leute hier meinen, da wurde beim Gebäudeschutz gepfuscht. Da wurde einfach nicht darauf gepocht, dass Sicherheitsmaßnahmen, das ist ja ein Erdbebengebiet, jeder weiß, dass das Risiko hier hoch ist, dass Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden, dass auch billige Baumaterialien verarbeitet wurden in diesen Gebäuden oder dass Leute einfach ohne Regulierung da eine Säule rausgenommen haben, da noch eine weitere Etage draufgesetzt und dass das letztlich dazu geführt hat, dass diese Katastrophe ja so ein Ausmaß hat. Es ist natürlich zu erwarten, dass beim Erdbeben viel Zerstörung entsteht, aber das verursacht bei vielen Leuten hier vor Ort Ärger und Wut, das kann man nicht anders sagen. Noch gilt ja Staatstrauer in der Türkei. Es wird eben auch, wie bei Ihnen zu sehen, noch gearbeitet, noch geschaut, dass Leute gerettet werden können. Es stehen aber auch Wahlen an in nächster Zeit, im Mai. Was verändert die Erdbebenkatastrophe für Erdogans Lager?
Also erstmal ist im Moment gar nicht sicher, ob die Wahlen tatsächlich wie geplant am 14. Mai stattfinden werden. Es gilt ja nicht nur gerade Staatstrauer, sondern der Präsident hat auch den Ausnahmezustand über diese 10 betroffenen Provinzen verhängt. Das gibt ihm und seiner Regierung unbeschränkte Befugnisse. Er kann auch demokratische Freiheitsrechte weiter einschränken hier in der Region. Darüber wird jetzt viel diskutiert. Und dann reden die Analysten natürlich darüber, okay, vielleicht profitiert Erdogan von einem erfolgreichen Krisenmanagement. Mein Eindruck hier vor Ort ist derzeit ein anderer. Die Leute stellen einfach Fragen. Die Leute wollen wissen, warum ihre Liebsten ums Leben gekommen sind. Die suchen nach Verantwortlichen. Und mein Eindruck ist eher, dass die Lage hier einfach, weil das so eine massive humanitäre Katastrophe jetzt ist, dass das Präsident Erdogan unter Druck bringt. Eindrücke, Informationen und Bilder auch von Julia Hahn. Vielen herzlichen Dank. Dramatisch ist die Lage auch im benachbarten Syrien. Internationale Hilfe kommt nur schleppend durch in dem durch Jahre des Bürgerkriegs gespaltenen Land. Machthaber Bashar al-Assad hat am Freitag erstmals das unter Kontrolle seiner Regierung stehende Erdbebengebiet rund um Aleppo besucht. Dabei traf er auch Verletzte in einem Krankenhaus. Staatsmedien meldeten zudem, dass ab sofort auch humanitäre Hilfe über die innersyrische Frontlinie genehmigt worden sei. Die UNO, das Internationale Rote Kreuz und der syrische Rote Halbmond sollen gemeinsam die Verteilung der Hilfsgüter in den Rebellengebieten kontrollieren.